So, zurück. Willkommen. Wir sind in Bankorei. Wer was anderes glaubte, schaut sich meine Let's Plays nicht an. So, und wir sind im Verlies die immergrüne Wacht. Die habe ich kürzlich entdeckt neben einem Weltboss. Und schon sind wir drin. Und Gott ist das verwinkelt. Aber es ist nicht Gott, der das schuf. Es ist ein Spieleentwickler. Und er wird sich dabei was gedacht haben. So, und gehen wir erstmal da lang. Oder? Oh. Der hat ganz schön hohe Erkennungsradius, wenn ich den schon jetzt sehe. Ich kann auch hier lang, dann könnte ich den Weltboss erstmal wegknallen. Den Verliesboss und dann dort unten weitergehen. Bastian, du hast ja mal endlich mal einen Levelaufstieg. Gibt es etwas, was ich tun kann? Das ist ja der Hammer. Basalt, Bastians Barriere, hat er gelernt. Was ist denn das? Er ruft die Erde direkt mal zur Verteidigung. Oh ja, soll er das machen? Ist bestimmt toll. So, passt schon. Glückwunsch, Bastian, zum Level Up. Da. Bulsey, Ausweiter. Zu spät. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Die Schlacht. Ne, ist noch kein Boss. Ich habe auf ein Schwein geschaut. Schmeckt unseren Stahl! Dennoch noch die Rückseite von einem Schwein. Lecker. Ich glaube, heute esse ich Abendbrot. Ich glaube, ich werde heute gezwungen, Abendbrot zu essen. Ich habe nichts. Also, ich habe schon was, aber ich mache jetzt keinen Schnitzel oder so. Nein, ich kenne Tomatensuppe bereits. Alter, was ist das denn für ein übles Bild? Suppenwelt, verließ Boss. Bananen. Ich kann's kaum glauben. Ich bin frei. Ich habe Bananen gefunden. Lecker. Heiler! Heiler! Direkt tot beim Heilschreien. Er ruft Medic! So, und der ist ein Kistenmensch, hat sich in eine Kiste versteckt. Ja, ganz ruhig spielen. Ganz ruhig, Madame. Geht dahin! Ah, ich mache euch alle fertig. So. Kona, der Großzügige. In Lebend und in Tod habe ich ihn gerade gesehen. Wie wenn mein Zauber nicht funktioniert. Zurück. Da. Hut eines Gefährten. Ich bin immer bereit. Das bist du immer. Was will ich eigentlich mit dir? Ist leicht. Komm, du darfst dir jetzt auch was anderes anziehen.
Tja. Ja, du bist jetzt ein Palatin mit T. Ist der wirklich Palatin? Moment. Bastian? Braucht ihr etwas? Ich will gucken. Steht da wirklich Palatin? Ah, das ist Palatin, der Kampfmagier wahrscheinlich. Es ist eine Rüstungsart. Es ist der Name der Rüstung. Ich dachte jetzt Paladin. Weil Paladin schreibt man mit D. Und Paladin ist ein Kampf-Healer quasi, der draufhaut, aber auch heilen kann, also ein bisschen zaubern kann. Das ist ein Paladin im gewissen Kontext eigentlich. Nachteil, Schlecker. Gut, wir sind hier fertig. Leider erlaubt mir das Spiel nicht. Ich gehe da an. Das kürzeste Weg. Krass. Ich habe keine Angst vor euch. Der brutale Bastian hat wieder zugeschlagen. Bastian ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Ah, 23 Uhr, es gibt gleich Augentropfen. Also zumindest zur Nacht. So lange kann ich noch durchhalten. Palatin ist doch der Berg in Rom, oder? Gucken wir mal nachfragen. Hey Google, was ist Palatin? Es ist ein Hügel in Rom. Das stimmt. Also trägt Bastian Halix ein Hügel aus Rom. Da 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 da. Mit Level 8 kann man's. Also, Bastian ist ein Hügelriese. Wir wussten's. Die haben aus dem Namen des Hügels quasi die Rüstung gemacht, weil die auch aus dem Kaiserreich stammt und denn im Kaiserreich ist quasi römisch angelehnt. Vom Spiel her. Sieht alles quasi ein bisschen aus wie aus Rom oder so. Die Rüstung sieht so aus. Die Namen klingen so. Der beste Beispiel ist zum Beispiel Varen Aquilarios. Das ist ein Protagonist des Hauptspiels. Mehr sage ich dazu nicht. Scheiße, seit Brotherhood müsste ich das wissen. Seit Assassin's Creed. Krass, dann habe ich das wirklich vergessen. Oh nein. Das heißt, die Leute zwingen mich irgendwann in 20 Jahren das nochmal zu spielen. Scheiße. Den Wegschrein des immergrünen Walds entdeckt. Wie kamst du her, Bruder? Du solltest doch zur Kirche. Alter, wer hat den Baum gefällt? Oder die Bäume? Ich bin ja voll verkehrt hier. Ich wollte hier noch nicht hin. Zurück. Ich wollte eigentlich hier oben lang. Jetzt gehe ich rückwärts. Ne, 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 ne. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Ne, da lang. Kein Bock, aus der Burg rauszugehen. Ich will ja schon gerne das haben, ne?
Jetzt muss ich rechts rum und dann links rum. Ich dachte gerade, was kommt da denn jetzt für ein Gegner an, aber das war ein Artefakt, ja. Das war ein Artefakt. Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Sauberes Fell. Wo? Robiderz. Was habt ihr denn damit vor? Das ist meins. Wir laufen gerade durch das Gebiet der nächsten Quest. Ich sehe schon wieder einen Troll. Der hat sich gerade hochgeheilt. Jetzt nicht mehr, jetzt wird er angegriffen und stirbt gleich. Das ist meine Chance, alles zu looten. Ich helfe mal. Was? Bombastus? Da ist nicht wirklich Bombastus, oder? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bombastus. Geil. Ich weiß, woher das kommt. Wenn ich glaube, dann weiß ich, was er geschaut hat. Um sich so zu nennen. Geil. Nice. Okay. Ah, Mann. Hör auf zu tränen. Dämliches Auge. Ich bin dein Eigen. Du bist mein Eigentum. Ich befehle dir, aufhören zu tränen. Eieiei, ja. Ich würde gerne auf den Chat antworten. Aber das ist ziemlich kontextfrei, wenn die das VOD schauen, nicht denn keine Ahnung haben, um was es geht. Ja, ich hab die Himmelsscherbe. So, und nun zurück. Ich werde gleich antworten. Sollte das rechts oben nicht weiter oben stehen? Der Wald ist kein Ort für eine Prinzessin. Oh Gott. Ich hätte beinahe einen ganz, ganz komischen Witz gemacht. Indem ich diesen Satz einfach verdreht habe, den sie das gesagt hatte. Der Wald heißt euch willkommen, Reisende. Ihr sollt wissen, dass die Kreaturen hier euch weder Freund noch Feind sind. Sie sind Jäger und Beute. Ist diese Wald denn nicht sicher zu durchqueren? Für euch? Vielleicht. Früher hielt der Immergrünwächter die Wildnis für die Bewohner von Bankorei im Zaum. Doch seine Macht schwindet. Er wird es vielleicht schon bald bereuen, die Prinzessin von Immerfort gerettet zu haben. Ihre Mutter beweint bereits ihren Tod. Warum sollte man sich da dem natürlichen Lauf der Dinge entgegenstellen? Die Prinzessin von Immerfort ist hier? Schwer verwundet, aber ja, Prinzessin Ilara ist hier. Der Wächter kümmert sich um sie und es braucht all seine Macht, um sie vor dem Tode zu bewahren. Hilfe wäre ihm sicherlich willkommen, wenn ihr denn bereit wärt, sie zu leisten. Wir Würdinnen haben unseren Teil der Abmachung erfüllt und werden ihm keine weitere Unterstützung anbieten. Dann werde ich ihn suchen gehen. Er wird bei den Menhiren am immergrünen See sein. Dort ist seine Macht am größten. Sucht nach der zerstörten Statue. Sie überblickt den Altar, an dem er arbeitet. Wer ist der immergrüne Wächter? Der Wächter ist Teil eines uralten Pakts, der in grauer Vorzeit geschlossen wurde. Er ist eine Art Beschützer des Waldes, der seinen Nachfolger selbst festlegt, ohne unsere Zustimmung dazu zu brauchen. Sie hat grau gesagt. Nicht alle Würdinnen glauben, dass wir diesen Pakt weiter ehren sollten. Warum würdet ihr ihn denn nicht weiter ehren wollen? Der Glenmorel-Wirt war kein Teil des ursprünglichen Pakts. Es ist allein unsere Verbindung zum Wald, die uns an ihn bindet. Der Wächter ist kein wahrer Verbündeter der Würdinnen des immergrünen Walds,
Seine Macht über die natürliche Ordnung ist alles andere als natürlich. Was ist denn eine Würde? Wenn ich für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, die mich das schon gefragt haben, auch nur einen Samen hätte, könnte ich binnen eines halben Mondlaufs das ganze Land mit Efeu überziehen. Wir kommen aus dem Wald und der Wald ist in uns. Mehr braucht eine Außenstehende nicht zu wissen. Gut, dann lebt wohl. Brechtäubling. Also entweder brichst du ihn oder du musst brechen. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ja, sehr schön. Also Bastian möchte sich übergeben. Hat er gerade gesagt. Die Steppen von Bankorei. Wie spät haben wir es denn? 23.17 Uhr. Dann bin ich das Irre und nicht das Arr. Hallo, Schönheit. Sie schläft offenbar, aber ihr Puls ist sehr schwach. Ach, das kann ich direkt fühlen. Es scheint unmöglich zu sein, sie aufzuwecken. Traurig, nicht wahr? Das arme Kind. Naja, vielleicht funktioniert das wie in einem ganz normalen Märchen. Wie, du fürchtest nicht? Ach, das funktioniert nicht. Okay, dann hast du das schon beantwortet. Als Wächter muss ich euch warnen, dass dieser Wald nicht sicher ist. Doch als alter Ghoul freue ich mich, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich erinnere mich noch, wie mir dieses Kind kaum bis zum Knie reichte. Und nun liegt es da wie tot. Wird sie überleben? Sie wurde angegriffen und wie ein Tier halbtot am Wegesrand liegen gelassen. Nun, sie wird mir nicht unter den Händen wegsterben. Nicht, wenn ihr mir helfen könnt. Um den See herum werdet ihr Ringe aus Pilzen finden. Feenringe. Aber es sind keine Feen, die ich brauche. Was benötigt ihr? Nehmt mein Amulett. Geht in die Mitte dieser Ringe und spürt die Erde. Ich brauche die Energie von dort, um Elara am Leben zu halten. Ich muss das Kind zurück in meine Hütte bringen. Sie liegt nur ein kleines Stück den Hügel hoch. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Oh, ich finde diese Smileys nicht, ey. Ist das das? Nee, das ist das. Das wollte ich haben. Ist es das? Nee, das ist das. Mensch. Seid ihr der, den man den Wächter nennt? Nur die Würdinnen weigern sich, mich bei einem anderen Namen zu nennen. Die meisten Leute hier aus der Gegend nennen mich den alten Ghoul oder einfach Stanwick. Der Immergrünwächter ist schon sehr hochtrabend, findet ihr nicht auch? Dadurch klinge ich irgendwie wichtiger, als ich es eigentlich bin. Was genau ist der Immergrüne Wächter? Dieser Wald hat sein eigenes Leben und seinen eigenen Willen. Nun, ich sorge dafür, dass er nicht über die Stränge schlägt. Ganz in der Nähe von hier leben einige gute Leute. Und ohne eine starke Hand würde die Wildnis einfach über sie hinwegwuchern. Wie seid ihr zum Wächter geworden? Ich? Ich hatte immerfort verlassen und mich entschieden, im Wald zu leben. Ich habe hier einen Mann getroffen, eine ehemalige Schildwache. Er brauchte Hilfe und ich bin bei ihm geblieben. Als er zu unruhig wurde, segnete er mich mit dem Titel. Der Wind heult. Wie lange ist das her? Vor langer, langer Zeit. Einmal habe ich sogar als königlicher Gärtner in Immerfort gearbeitet. Aber jetzt fühle ich mich im Wald wohler. Dort gehöre ich hin. Alter Schwede. Ein Papagei. Ladet Stanwicks Amulett in den Feuerring auf? Ne, Feenring auf Feuerring. Da 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 da. Haha! Neues Buch entdeckt. Oh 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 oh. Yes! Ihr habt gelernt, wie man rot-wardonischen Bar langer Schrank macht. Los geht's! Mein Fronthirn schaltet sich gerade ab, das ist nicht gut. Naja, ich krieg das noch oben. Fertig, ja. Will schon das Gebiet zu Ende machen. Würde mich mal interessieren, um was es hier geht. Ja, ihr seid doch einfach nur Level 1 Wölfe.
Seht ihr? Hoi! Wie viel aufladen muss ich eigentlich? Alles? Da-da-da-da-da-dap. Kann man die Pilze nicht pflücken und eine Pilzsuppe draus machen? Geht, ich hasse Pilze. Bäh. Schleimig und bäh. Auch in Gulaschsuppe ist immer irgendwo ein Pilz drin, den man macht. Ja, ich esse ihn manchmal mit, aber bäh. Im Grunde genommen kaust du den drauf und dann macht es Pflatsch und dann ist es wie so eine Pflaume, die du isst. Ist auch Flatsch. Bäh, schmeckt nicht. So, ihr habt Feuer, das ist toll. Ihr habt ein neues Buch entdeckt. Hi. Wenn ich noch jünger wäre, könnte ich das Gift, das durch die Adern dieser jungen Dame fließt, auf einen Schlag ausmerzen. Doch jetzt brauche ich meine ganze Kraft, nur damit der Lebensatem dieses arme Ding nicht verlässt. Hier habt ihr euer Amulett. Gerade rechtzeitig. Ich habe eine Salbe für Elara hergestellt, die helfen wird, sie aufzuwecken. Ich werde meine verbliebene Energie in sie hineinfließen lassen. Im Nachgang sollte das Amulett dazu in der Lage sein, mich am Leben zu erhalten. Zumindest hoffe ich das. Dauert nur einen Augenblick. Der hat da einen Hahn aufgehängt. Also irgendwas Hahnähnliches. Was sind das? Geflügel. Ist eine Gans. Das hat mir mehr abgefordert als gedacht. Gebt es dem Mädchen, ich werde schon wieder. Ach, der hat die alleine hergetragen. Vom Stein aus. Krass. Ich habe geschlafen? Was mache ich in diesem Schuppen? Und wer seid ihr? Nein, ich erinnere mich wieder. Stanwick hat mich hierher gebracht. Ich war krank. Verzeiht bitte, aber ich erinnere mich immer noch nicht daran, wer ihr seid. Ich helfe Stanwick. Wie geht's euch? Dann habt ihr meinen Dank. Ich fühle mich schwach, aber nicht unwohl. Es scheint, als wären alle meine äußerlichen Wunden geheilt worden. Sagt mir, Fremde, wie steht es um Immerfort? Geht es meiner Mutter gut? Und meinem Vater? Euer Vater ist tot, aber König Arcela lebt. Ich verstehe. Dann trägt meine Mutter wohl Trauer. Ich werde Bescheid geben lassen, dass ich wohlauf bin, falls Stanwick es erlaubt. Ah, wir haben Gesellschaft, wie es scheint. Wer tritt da ein? Der Wald spürt eure Schwäche, Wächter. Das hier ist gefährlicher Boden. Tretet ein, Demara. War das eine Warnung oder Drohung? Stanwick! Wer ist das? Eine Würdin? Ja, mein Kind. Ihr werdet schon bald mehr über sie erfahren. Ist das so? Ihr seid törichter, als ich dachte, alter Mann. Toll. Macht euch nichts daraus. Die Würd sind ein seltsamer Haufen. Die Würdinnen und ich hatten schon immer ein angespanntes Verhältnis. Doch ich musste Elara einfach retten. Ganz gleich, ob sie nun dagegen waren oder nicht. Es wird diesen ganzen Vorgang unnötig erschweren. Doch noch steckt ein Rest Tatkraft in mir. Shit. Leb wohl. Truhe ist wichtiger. Die habe ich gerade im Dialog gesehen. Ich mach das. Oha. Würdinnen und ich hatten schon immer ein angespanntes... Ach, das ist ziemlich kompliziert. Vielleicht nur so viel. Sie glauben, man sollte die Macht des Waldes nicht für derlei Dinge verwenden. Natürlich wäre es ihnen noch lieber, wenn es mich gar nicht gäbe. Doch das ändert nichts. Es gibt Arbeit zu verrichten und ich werde nicht jünger. Elara scheint geheilt zu sein. Was sonst noch? Ich fürchte, meine Salbe hat nur einen kleinen Aufschub gebracht.
Um Elara zu beschützen, muss ich zu drastischeren Mitteln greifen. Und ich werde die Hilfe des Wirt brauchen. Ich wette, ihr habt die Zweiglinge im Wald gesehen. Es gibt einen, der viel älter und viel weiser als der Rest von ihnen ist. Was ist so wichtig an diesen Zweiglingen? Manche nennen ihn die Stimme des Waldes. Und in gewisser Weise ist er das sogar. Ich brauche eine Knospe von einem seiner Äste, die freiwillig gegeben werden muss. Sie kann die volle Macht dieses Waldes bündeln, um so Elaras Leben zu beschützen. Dürfte ich erneut um eure Hilfe bitten? Okay, jetzt habe ich ihn voll verloren. Also ich weiß jetzt nicht mehr, um was es geht hier. Ich würde gerne wissen, warum der Wirt euch anfangs nicht helfen wollte. Sie sind im wahrsten Sinne Beschützerinnen der Natur. Und ich bin ein Beschützer der Leute. Unsere Interessen überschneiden sich nicht immer. Sie erachten meine Rolle als Wächter als unnatürlich. Obwohl der Wächter bereits seit vielen Generationen existiert. Jedoch scheint geheilt zu sein. Was sonst noch? Ich fürchte, meine Salbe hat nur einen kleinen Aufschub gebracht. Um Elara zu beschützen, muss ich zu drastischeren Mitteln greifen. Und ich werde die Hilfe des Wirt brauchen. Ich wette, ihr habt die Zweiglinge im Wald gesehen. Es gibt einen, der viel älter und viel weiser als der Rest von ihnen ist. Was ist so wichtig an diesen Zweiglingen? Manche nennen ihn die Stimme des Waldes. Und in gewisser Weise ist er das sogar. Ich brauche eine Knospe von einem seiner Äste, die freiwillig gegeben werden muss. Sie kann die volle Macht dieses Waldes bündeln, um so Elara das hatten wir doch schon. Sucht nach der Stimme des Waldes. Sie sollte nicht zu schwer zu finden sein. Aber wenn es nicht anders geht, viele Zweiglinge tragen eine Spore in sich, die zur Stimme des Waldes zurückkehrt, sobald der Zweigling stirbt. Ihr könntet Zweiglinge töten und ihren Sporen zur Stimme folgen. Doch das würde sie ganz gewiss nicht erfreuen. Ich werde die Knospe finden. Nehmt mein Amulett. Seine Kraft ist zwar aufgebraucht, aber die Stimme des Waldes wird es dennoch erkennen und euch eine Audienz gewähren. Würden Demara wird euch nicht gerade mit offenen Armen willkommen heißen, wenn ihr ihr die Knospe bringt. Aber bleibt standhaft. Sie weiß, was der Wirt tun muss. Oh Mann. Ich weiß auf jeden Fall, was ich... Ich werde hier nicht herumsitzen und euch die Arbeit überlassen. Ja, das Buch wollte ich lesen, genau. Wir müssen die Stimme des Waldes finden. Wenn Stanwyck eine Zweiglingknospe braucht, dann werde ich alles tun, um sie für ihn zu besorgen. Ist wahrscheinlich am besten, wenn ich gleich meine Nase putze. Und wenn ihr hier bleibt, um euch ausruhen. Ich denke, ihr habt recht. Ich werde hier bei Stanwyck bleiben. Aber diese Waldstimme, wenn sie wie ein Zweigling ist, dann wird ihr Tod sie nicht ungerührt lassen. Ich würde wetten, ihr könntet sie hervorlocken, wenn ihr ein paar Zweiglinge tötet. Ja, das könnte ich wütend machen. Das könnte sie wütend machen. Wahrscheinlich schon, aber sie sind Tiere. Ich sehe keinen Weg, wie man vernünftig mit ihnen argumentieren sollte. Stanwyck braucht die Knospe. Und wir haben keine Zeit, um mit Zweiglingen zu kuscheln. Wir brauchen ihre Unterstützung, ob sie uns nun helfen wollen oder nicht. Wer will denn schon mit Zweiglingen kuscheln? Stanwyck sagte, wir sollten nur nach ihnen suchen. Und wenn wir sie niemals finden? Nein, tötet die Zweiglinge. Das ist unsere beste Chance, diese Angelegenheit rasch hinter uns zu bringen. Okay. Tötet, um Stimme des Waldes aufzuspüren. Findet Stimme des Waldes. Zweiglinge. Wo seid ihr? Ich brauche euch. Ihr müsst für mich euer Leben geben, nicht die Wölfe. Da hinten sind sie. Da, 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 da. So, Zweigling 1 ist tot. Und Zweigling 2 beißt ins Gras. Muss ich hier irgendwas warten, oder? Töten wir sicherheitshalber noch mehr. Zum Henker. Ach, ich bin doch nicht mal. Ach, scheiße. Bin ja noch nicht mal mehr im Kreis. Dann zählt's ja gar nicht mehr. Ich hab die also umsonst umgebracht.
Bastian, hast du gerade einen Stein dahin geschmissen? Wie soll ich die denn finden? Was soll ich denn machen hier? Och Mann, jetzt habe ich schon wieder so eine Quest, die ich nicht verstehe. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Ja. Butter bei den Fische. Jetzt habe ich schon wieder so ein Leuchten. Ah, jetzt bewegt sich das. Endlich. Nach 1300 Jahren hat sich das mal bewegt. Die Kräfte. Ne, wird nichts. Ich wollte gerade was sagen, was lustig wäre, aber das geht nicht. Hi! Diese Kreatur, auf der Zauber des Wächters liegt, beunruhigt den Wald. Noch langsamer reden, bitte. Hat sich der Wald den Launen des Wächters nicht bereits unterworfen? Was könnte man noch mehr von uns verlangen? Der Wächter hat mich losgeschickt, um eine Knospe von euren Zweigen zu holen. Damit jemand anderes uns weiter unterjocht. Jemand, dem dieser Wald fremd ist. Euer Wunsch ist hohl und leer, Stimme des Wächters. Ich verweigere ihn euch. Wir brauchen sie, um Prinzessin Elara zu retten. Warum sollten wir uns um eine Sterbliche scheren? Würdet ihr dieses Mädchen zum Tod verdammen, nur weil ihr ein Groll gegen den Wächter hegt? Wir wollen nur so wachsen können, wie es uns unsere Natur vorgibt. Euer Wächter ist es, der genau dies verhindert. Aber ihr schert euch nicht um unsere Not. Es bringt nichts, noch länger von dieser Angelegenheit zu sprechen. Dann gebt mir das, was ich verlange. Nehmt die Knospe und schafft euch fort. Aber eines solltet ihr wissen. In diesem Wald wird es keinen Frieden geben. Sehr schön. Also permanenter Krieg. Um die Ewigkeit. Soll die Knospe zurück zum Lager bringen. Es ist auch wirklich die. Wir sind bei 33 Minuten. Und ich versuche gerade sehr gezielt die Quest zu beenden. Ich will nicht mit einer offenen Quest die auch den ganzen Stream beenden hier. Ach, verdammt. Hätte ich nicht diesen. Dieser Schnupfen geht da voll in die Nebenhöhlen. Ich hasse das. War da was? Ne. Können wir nicht die Zeit zurückspulen und nochmal von vorn anfangen? Können wir nicht nochmal 20.30 Uhr machen? An euch haftet ein vertrauter Geruch. Hat der Wächter euch geschickt? Was habt ihr da in der Hand? Der Wächter... Stopp. So, wieso soll ich denn ihr das bringen? Okay. An euch haftet ein vertrauter Geruch. Ja, ja. Hat der Wächter, wie kann der Wächter es wagen, seine Nachfolgerin aus Mitleid zu wählen? Aber es war nicht sie, die uns diese Knospe gebracht hat. Das wart ihr. Warum sollten wir jemandem unseren Segen geben, der seine Lasten nicht allein schultern kann? Was meint ihr mit seiner Nachfolgerin? Er hat euch nicht einmal genug vertraut, um euch das zu verraten, oder? Lasst euch das vom Wächter erklären, wenn ihr ihn das nächste Mal seht. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten und mehr nicht. Wo ist diese Prinzessin, die wichtiger als das Wohlergehen der gesamten Natur ist? Elara wartet mit der Hütte des Wächters, falls ihr mit ihr sprechen wollt. Sie ist sogar zu schwach, um euch zu folgen? Nein, der Wald braucht so eine Kreatur nicht. Der Wächter hat seine Schranken überschritten und der Wirt wird das nicht dulden.
Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es mir. Das werde ich. Ihr seid schwach. Kaum mehr als Beute. Wie wollt ihr bitte die Macht des Wächters einsetzen? Stanwyck versucht mir das Leben zu retten. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich schulde ihm ganz gewiss, das hier zu Ende zu bringen. Das Kind weiß nichts und er erwartet von uns, unseren Segen zu erteilen? Zickenkrieg. Doch nicht. Einst war der immergrün Wächter mehr als nur eine Amme für verhätschelte Kinder. Erwartet er wirklich von uns, dass wir dieses Mädchen der Stadt als eine der unseren großziehen? Nein, der Wächter verlangt zu viel. Warum verabscheut ihr den Wächter so sehr? Seine Zeit geht zu Ende. Er wird dieses Mädchen zur nächsten Wächterin machen. Jemanden so Ungeübtes und Unwürdiges. Er hat keinen Respekt vor dem Wald und keinen Respekt vor dem Wirt. Ich frage euch, was uns das Verdorren eines einzelnen Kindes scheren sollte, wenn der Wald dafür wieder wachsen kann, wie es ihm beliebt. Ich muss auch mit Prinzessin Lara sprechen. Wenn ihr meint, natürlich wisst ihr schon, auf welcher Seite sie stehen wird. Ungeachtet dessen gilt es, gewisse Vorbereitungen zu treffen. Sputet euch. Ich weiß nicht, was Stanwyck plant, doch wenn es mein Leben rettet, dann vertraue ich ihm. Ich begreife nicht, warum diese Frauen vom Wirt das nicht einsehen können. Warum scheinen sie euch so sehr zu verabscheuen? Das hört sich für mich nach Eifersucht an. Das wird mich nicht an meinem Weg hindern. Ich werde meine Chance auf ein zweites Leben nicht wegen ein paar Waldbewohnerinnen aufgeben. Stanwyck ist ein sanftmütiger Mann. Warum merken sie nicht, dass er es nur gut meint? Und das sehe ich genauso. Aber wir brauchen immer noch ihren Segen. Der Wirt kann sich nicht dauerhaft hier einmischen. Sie sollen dieses Ding segnen und endlich Ruhe geben. Stanwyck wird nicht jünger. So, segnen bitte. Falls ihr diese Sache tatsächlich zu Ende bringen wollt, werden wir die Knospe der Stimme segnen müssen. Was muss mit der Knospe gemacht werden? Altene wird euch helfen, sie vorzubereiten. Für das Ritual des Wächters braucht er eine Zweiglingknospe, die freiwillig gegeben wurde. Ihr habt sie besorgt, aber ohne die richtige Pflege wird sie nicht erblühen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem mit Blut. Okay, wir werden also die Knospe... Aber Schwester, ihr sagtet, das sei das letzte Mal, dass wir dem Wächter helfen würden. Kommt, lasst uns die Segnung abschließen und es hinter uns bringen. Also kommt, auf uns wartet ein Opfer. Okay, machen wir aus dieser Knospe eine Blume. Wenn ich es sage, haltet ihr die Knospe in euren ausgestreckten Armen nach vorne. Egal was passiert, lasst sie ausgestreckt. Mit Blut. Ja, ich bin hier. Hallo. Meine Nase fängt an. Opfergabe. Schnell. Das war Licht. Hey. Das sah komisch aus. Fertig? Der Wirt hat uns lange genug hingehalten. Stanwyck geht es nicht gut und wir müssen tun, was er verlangt, ehe es zu spät ist. Geht zu ihm und erzählt ihm, was wir getan haben. Ich bin außer Atem und muss meine Kräfte schonen. Seid ihr sicher? Ich habe so das Gefühl, dass sie es nicht wagen werden, mir etwas zu tun, solange ich unter Stanwicks Schutz stehe. Nun, wir werden sehen, ob ich recht habe. Er wird euch noch einmal sehen wollen. Natürlich. Und diese Knospe wird Stanwyck ebenso heilen, wie er mich geheilt hat. Wir werden sie einsetzen müssen, wenn wir ihn retten wollen. Bringt ihn zum Altar am See. Ich werde euch dort treffen. Und die Knospe soll dorthin zum Altar zum See. Und der alte Stanwyck, dem tut sein Bein noch weh. Ich gehe auf den Weg, die Würden sind sehr schön. Ich habe große Angst, wieder zurückzugehen. Na komm, mach hinne. Wir sind bei 39 Minuten. Die Zuschauer wollen zu Bett. Und ich hab Hunger. Ah, er ist tot! Ach, ich hatte gehofft, ihr würdet zurück sein, bevor ich zu schwach bin, um ein letztes Mal mit euch zu sprechen. Es ist gut, dass Elara nicht bei euch ist. Ich würde nie wollen, dass sie mich so sieht. Was ist geschehen? Geduld, meine Freundin. Ich habe alles gegeben, um Elara zu heilen, und es wollte dennoch nicht reichen. Daher schickte ich euch los, um die Zweiglingknospe zu besorgen. Falls sie die nächsten Wochen überstehen soll,
besteht der einzige Weg darin, dass sie zur Wächterin wird. Zum Glück wird diese Stelle demnächst frei. Inwiefern hilft es ihr, wenn sie zur Wächterin wird? Die Macht des Wächters ist in gewisser Weise unsterblich. Ich bin alt, aber Elara ist jung. Die Macht des Wächters wird in ihr Wurzeln schlagen und erblühen. Der Wirt fürchtet das, was aus ihr werden wird. Doch davon dürft ihr euch nicht aufhalten lassen. Nehmt meine Essenz, wenn ich nicht mehr bin. Rettet Elara. Was soll ich Elara sagen? Sag dir, dass sie den Willen des Waldes bändigen muss. Die Knospe wird ihre neue Macht herbeirufen. Und das Amulett wird sie an sie binden. In Anbetracht dessen, dass sie diese Macht lieber verfliegen sehen möchten, werden euch die Würdinnen nicht helfen. Lasst die Macht des Wächters nicht vergehen. Sie muss in Elara weiterleben. Ja, eine Wahl habe ich nicht, ne? Okay. Ich glaube, damit ist er jetzt wirklich tot. Tja. Der hat's hinter sich. Mist. Der Tag wird unser sein. Er müsste doch eigentlich längst hier sein. Wo ist Stanwyck? Er starb, nachdem ich zu ihm zurückgekehrt war. Er hat alles gegeben, um mich zu retten. Sogar sein eigenes Leben. Ich weiß nicht einmal, was ich jetzt tun soll. Heißt das, dass ich auch sterben muss? Er sagte, ihr würdet die neue Wächterin werden müssen, um zu überleben. Das war die ganze Zeit über sein Plan, nicht wahr? Und ich hatte nie Gelegenheit, ihm dafür zu danken. Aber wenn das sein Wille ist, dann muss ich dafür sorgen, dass es auch so geschieht. Habt ihr immer noch sein Amulett? Bringt es zum Altar. Wir werden ein paar Worte für ihn sprechen. Was ist eigentlich mit der Königin geworden daraus? Irgendwie habe ich da den Zusammenhang nicht verstanden. Okay, ab zum Altar mit dem Amulett. So, ui. Dieser Staub ist alles, was von meinem Stanwyck übrig ist. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Ja, ich sehe es sogar. So begegnen wir uns. Wieder. So begegnen wir uns also wieder, Verbündete des Immergrünwächters. Jetzt versucht ihr erneut, diesen Wald zu unterjochen. Wir werden sehen, ob ihr Erfolg damit habt. Und wie machen wir das? Wie gerne ich euch nur kläglich scheitern sehen würde. Doch ein uralter Pakt nötigt mich, euch den Ritus zu erklären. Man braucht einfach nur die Energiepartikel am See einzusammeln. Aber seid auf der Hut. Wir sind nicht ohne unsere eigenen Verteidigungen. Was geschieht, wenn wir scheitern? Dann wird es keinen Immergrünwächter mehr geben. Dann streifen wir das Joch ab, unter dem wir seit Jahrhunderten ächzen. Natürlich gäbe es eine Möglichkeit, wie man dafür sorgen kann, dass die Prinzessin nicht zur Wächterin wird. Vernichtet die Zweiglingknospe, die ich euch gegeben habe. Und sie wird scheitern. Ja, das will sie aber auch nicht. Würde das nicht bedeuten, dass Elara stirbt? Das ist wahr. Doch wehe sich in dem Tod schon viel länger entgegen. Kein Mensch sollte über die Natur gebieten dürfen. Ungeachtet ihrer Absichten können sie doch nie den Willen des Waldes kennen.
Der Immergrün-Wächter. Och ja, ist ja gut. Ist eine Verhöhnung des wahren Kreislaufs der Natur. Meine Fresse, ich bin die Natur. Lass mich nur. Ich glaube, es geht mir jetzt besser. Bei den Göttern. Was ist das für ein Ort? Sammeln. Ich will nach Hause. Komm, her. Einsammeln. Wie viel Energie soll sie sammeln? Alles? Also ich könnte das jetzt auch sabotieren, das würde sie aber dann umbringen und sie selbst will das nicht. Sie selbst will weitermachen, von daher machen wir das zu Ende. Dürfte aber glaube ich nicht lange dauern. Danach müsste es eigentlich zu Ende sein. Zum Altar zurück. Bitte jetzt schnell zu Ende. Ah, cool, jetzt ist sie mächtig. Gegen Ende zweifelte ich schon daran, ob wir es schaffen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich hätte nie geahnt, dass Stanwyck über so viel Macht verfügt. Was meint ihr? Ich kann die Erde spüren. Ich kann den Wind schmecken. Es ist so, als wäre jeder Winkel des Waldes ein Teil von mir. Ich werde hier bleiben und auf ewig Teil dieses Waldes sein. Könnte ich sogar über die Tiere gebieten? Es scheint, als wäre mir das ein leichtes. Eure Verletzungen, sie sind also geheilt. Sogar noch mehr als das. Die Felsen selbst schenken mir Kraft. Ich fühle mich unsterblich. Ach, verzeiht bitte, meine Freundin. Diese Macht, sie steigt einem zu Kopf. Sie ist wie ein tiefer, kalter Teich. Erfrischend, aber man geht leicht darin unter. Wie der Bundestag. Ich habe noch viel zu lernen, wie es scheint. Unser Treffen war nur kurz, doch der Wald wird sich auf ewig an eure Taten erinnern. Das war vorher noch nicht da. Dafür werde ich sorgen. Versteht ihr, warum ich diese Entscheidung getroffen habe? Mir ist so viel zugestoßen, dass ich kaum noch klar denken kann. Und ich bin so hungrig und müde und mir ist die Nase voll, dass ich kaum noch denken kann. Werdet ihr nach Immerfort zurückkehren? Nein. Ich gehöre hierher, in diesen Wald. Irgendwann werden der Wirt und ich uns schon einigen. Gott sei Dank. Ich sehe unsere Vergangenheit und unsere Zukunft durch die Augen der Wächterin. Echte Liebe wird es zwischen uns wohl nie geben, aber ein wenig mehr Verständnis ist nicht zu viel verlangt. Leb wohl. Ja, bitte, Foto, jetzt, aber wie? So. Sehr gut. Ihr habt über das Schicksal der immergrünen Wächters entschieden. So, und beim nächsten Mal, das wird schon im neuen Jahr sein, nicht mehr in diesem, gehen wir hier runter und erkunden den Pass von Bankorei. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.